Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von The Walk Dead, A New Frontier. Ja, wir sind hier nicht ganz in New Frontier. Ich möchte euch was zeigen. Ist das normal, wenn man hier, ich sage jetzt, das ist unsere Speicherdatei, ne? Ich gehe hier rauf. Guckt euch das jetzt mal an. Alle bis hierhin sind vorhanden, ne? Danach Episode starten, Episode starten und Episode starten. Das Beste dahin ist, selbst wenn ich die Episode neu starte, vielleicht könnte ich dann, wenn ich die Episode einfach so clearen würde, nochmal auf den anderen Stand überschreiben. Allerdings, es funktioniert nicht. Bis jetzt. Keine Ahnung. Und ich zeige euch jetzt noch was. Wenn es jetzt geht, fresse ich einen Besen. Aber als ich hier natürlich bei meinem offiziellen Stand, wo ich durch bin, bei meinem ersten Run, hier sieht man alles. Bis hierhin habe ich zuerst keinen Schritt zurück gemacht und wollte einfach das Ende ändern. Habe ich dann auch gemacht. War soweit eine gute Entscheidung, die dann nach Hause zu schicken. Aber jetzt müsst ihr gucken. Ich glaube, ich müsste das ganze Kapitel neu machen. Ha. Keine Ahnung. Oder wenn ich das hier versuche, normalerweise würde das gehen. Ich mache es jetzt mal so, wie ich das gerne haben möchten würde, wie auch immer. Ich möchte das hier gespeichert haben, dass ich hier zugucke, weil das prägt Clementine, denke ich, ziemlich. Deswegen, zurückspulen, jetzt müsst ihr gucken, was passiert, Freunde. Wenn ihr was wisst, also ich habe nachgeschaut, es scheint technische Störungen zu geben. Wenn es bei euch auch so ist, bitte schreibt es mir mal in die Kommentare. Jetzt will ich überspeichern. Jetzt müsst ihr gucken. In vollen Anwendungen ist ein Fehler aufgetreten. Yo. Eine nice Scheiße, ne, Freunde? Deswegen, einfacher machen kann ich, also kann ich mir das nicht. Ich muss entweder mich damit abfinden, dass ich Clementine, also dass Clementine nach draußen geht, wenn der gute Matsch aus ihm macht. Also der gute Kenny, oder keine Ahnung. Aber was ich euch sagen kann, es hat keine Auswirkung auf das eine Ende mit Jane. Sie wird schwanger, sie erhängt sich und wir müssen sie erschießen. An dieser Lage ändert sich soweit nichts. Ich habe mal alle Endings angeguckt, also wie es im Flashback aussehen hätte können. Bei Kenny habe ich es bei Keyshaw gesehen. Dann habe ich mir ein englisches Video angeguckt mit allen drei Enden. Da gibt es noch ein drittes, wenn ihr Kenny alleine weiterziehen lasst, wenn ihr euch für ihn entschieden habt, anstatt für Jane, dann gibt es noch ein drittes in diesem Hüttchen dort. Dann müsst ihr irgendwie was mit RJ machen. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Aber es ist immer noch nicht geklärt, was es sich mit dem Baby jetzt auf sich hält. Wo ist da Jay? Haben sie den, ist der auch gekillt worden? Was ist mit dem passiert? Um diese Frage zu beantworten, machen wir uns jetzt hier weiter. Auch wenn ich gar keine Lust dazu habe, also auf die Story schon. Aber ich hätte gerne noch ein paar Änderungen, wenn ihr versteht. Weil ganz gerne auch die Textänderungen noch gesagt, weil dann hätte sie auch was anderes gesagt, Jane. Und nicht wegen der Familie. Na? Nur die Texte ändern sich leider. Und jetzt halt ich mal die Fresse. Chip's probably mad as hell by now. What do you think he'll do to you? Oh, nothing. He'll yell at me a little. Chip and I, we sort of used to be a thing. It was for like 5 minutes, and it fizzled out fast. But he never really got over it. Not that he's weird about it or anything. I just know he likes having me around. He'd be the first to admit it. I gotta say, I think you can do a lot better than that, meathead. Are you being serious?
You know what I mean. Guys, that's the place. Yeah, this is it. Oh, shit. Guns out, yeah? If you insist. Ja, wir bestehen darauf, würde ich sagen. Oh ja, es wird für mich jetzt was. Jesus, must have been hundreds of them. Kate's good in a crisis. She'd know how to get shelter. What's that? Ungewöhnliches sein, währenddessen zu sprechen hier, weil ich normalerweise die Klappe halte. Aber ich möchte euch natürlich auch ein bisschen noch informieren. Denn, sie ist jetzt zur Doktorin. Viele nehmen ja den anderen, also viele gehen ja mit dem anderen mit dem Truck mit, aber wir gehen mit ihr jetzt. Wir sehen uns zuerst mal den Muerto an, wie die sie so schön nennen oder so. Ist da übrigens auch eine viel bessere Betitelung dafür. Und es tut mir auch leid für den Anfang, dass ich zuerst dort angefangen habe, in Teil 2 noch. Aber ich wollte unbedingt mal fragen, ob da jemand dasselbe Problem hat oder... ja, ich werde in der nächsten Folge euch auch noch zeigen, wie es aussieht, wenn ich hier neu anfangen möchte. Dann kommt nämlich nur neue Geschichte nachbilden und das ist so ziemlich behindert. Hätte ich den jetzt wirklich anklicken können, ohne dass du sprichst? Du bist doch ein Mongo! Hey, wenn ich das gewusst hätte... So, was machst du jetzt mit der? Was ist diese Kassette? Du lebst also noch, du Pisskopf. Na dann, töten wir dich mal. Aber du hast nicht die perfekte Waffe, muss ich sagen. Die, die Clem hatte in Teil 2, war besser. Mariana's Tape Player. Mariana? Mariana, are you here? Javi! Oh my god! You're safe! I can't believe it! You told me where to hide. I just listened to what you said. Lock yourself in and don't come out, not even once it's quiet. It kept running through my head like on a loop. I don't even know how long I was in there. You did exactly what you should have done. I always knew you were a smart kid. Thanks. It was scary at first, but once the muertos couldn't see me anymore, they just passed by. Kate, and your brother, where are they? We got pulled apart when that huge bunch of muertos showed up. Kate yelled that they were gonna try to make it back to the van. And that's where we're headed. Let's go get your brother back, sweetie. Oh no. No. No sign of them. They must have seen it like this, then gone someplace else to hide. Kate. They're trapped in there. Mariana, stay back. Wait. Nobody shoots. He's right. We fire at the truck, we might hit them. So, eliminieren wir die mal. Eigentlich könnte ich ja alle vernichten, wenn ich Lust und Bock dazu hätte mit denen, weil wir sind viel zu viele. Die können gar nichts. Ich glaube nicht, Kollege. Willst du wirklich? Ha. Scheiße, ne? Javi, you found us. Hey, hey. It's okay. I got you. You happy to see me? Gross. Come on. I think we get a pass. I wanted to come after you. I swear I did. You don't have to snot all over my shirt about it. I thought we were dead. Like, never gonna see you again dead. We only had a couple bullets left. Oh, I thought we were done for. You're still alive, aren't you? So is Kate. So is Mari. That's all that matters. I was just so scared. I'm here now. You don't have to be scared.
Hey, you hurt yourself. Must have scraped it in the truck. Didn't even notice. Hey, at least it's not a bite. Eleanor, think you can take a look? It's okay. I'm a doctor. I'll clean it here, then patch you up back home. See? Better already. We should be getting back. Don't want to push our luck. Who's the kid with the gun? She have a name you want to share with us? Clementine's a friend. Hi there. Glad I was able to help. Well, we're very grateful to you. Really. There's a town nearby. It's safe. I like the sound of that. Oh my god. Javi, do they have hot water? Even, like, lukewarm water would be okay. Ugh, and bubble bath. Wouldn't bubble bath be amazing? I think so. Right, Eleanor? Of course we have hot water. We're not cavemen. I thought you'd been to this place. I have. I didn't have much time to relax in my jacuzzi suite, you know? You look happy. I am. Search and rescue missions don't usually end so well. Alive and healthy. Sort of incredible. Guess I'm a lucky guy. The luckiest. When we get back to Prescott, you still owe me a working ride. I haven't forgotten about our deal. You couldn't have known what happened to your van, but still, I need some way out of here. I was hoping you might stay. You know, considering... Considering what? You came all the way out here with me. Yeah, for the van, not for... cool. Thanks. Was für dreckige Bastarde. I don't think so. Javi, we can't leave her. Oh, shit. Oh. Kate. Stop. Stop. Help! Do something, Javi! Do something! Go! Oh, God. I can't believe it. She just... I know, Javi, and there will be time for all of that, but not right now. I need to get Kate back to Prescott so I can help him, which means we have to go. We have a window here, Javi. We have to move before they start shooting again. I'm gonna fucking kill him. I'm gonna kill all of them. That's not gonna bring her back, Javi. So what? I'm just supposed to let him live? If you really want to help your family, you'll come with me. We can't wait anymore. Stay here and we finish this. Are you crazy? We have to go now. I already killed one of you. If we don't stop them, they're gonna come after your family again. Let Eleanor help them. You stay with me. What? No, Javi, you have to come with us. Javi, please. Trust me, Javi. We have to end this now. Get her back to Prescott. We'll cover you. Javi! Go with them. I'll be fine. I need your help, Gabe. Just keep firing until they're out of sight, okay? I'm ready. Javi, don't!
Okay, Freunde. Heilige Scheiße, hast du die Nacht auf dem Schrottplatz verbracht? Dann wir verbrachen die Nacht auf dem Schrottplatz. Immer noch mehr als genügend. Oh Mann. So. Ja gut, Freunde. Dann hätten wir das auf jeden Fall auch geschafft. Hast du Rufus erschossen oder ihn gehen lassen? Wir haben ihn erschossen. Wenn man ihn nicht erschießt, sieht man ihn später nochmal. Du und 94% der Spieler wurden eingesperrt. So, so. Wir werden natürlich wahrscheinlich noch einen zweiten Run machen. Mit dem gleichen Run hier. Und werden natürlich dann andere Entscheidungen treffen. Ganz klar. Manche Entscheidungen muss ich gleich treffen, das ist auch klar. Aber ich möchte natürlich auch die anderen Konversationen ein bisschen auskosten, ne? Wer hat dich zum Schrottplatz gebracht? 50%! 50,5%! Das ist ja knapp, ey. Spieler ging mit Eleanor. Bist du mit deiner Familie geflohen oder bei Clementine geblieben? 84 der Spieler... Oh, klare Mehrheit war bei Clementine, weil sie aus Teil 1 und Teil 2 gekannt haben. Da könnte ich drauf verwetten, ey. Ah, super. Ist auf jeden Fall geil. Kommt jetzt noch irgendwie ein Abspann? Wäre schon cool, wie es weitergeht, weil ich habe ja alle runtergeladen. Damals ging es noch nicht, weil ich voll Idiot die meisten pausiert habe, um Teil 1 auf jeden Fall schon zu haben. Ja, Episode 2 starten, cool. Dann starten wir doch gleich in Episode 2, das ging ja schnell. Im Zuge eskalierender Auseinandersetzung sucht Javier mit einer Gruppe Flüchtlinge Schutz in einer nahegelegenen Stadt. Tja, ach ja, und wenn man den anderen Weg geht, das habe ich jetzt auch schon ein bisschen nachgespoilert, wer das jetzt nicht hören will, soll jetzt, ich zähle auf 3 und dann könnt ihr abschalten, für die, die es jetzt noch wissen wollen. 1, 2, 3, bleibt dran und ja, wenn man auf der anderen Seite, also wenn man mit der Familie geht, würde es noch ein wenig weitergehen. Ich glaube, sie verblutet am Schluss. Allgemein, ne? Ich werde mich natürlich dann im nächsten Run nur für unsere Familie entscheiden, aber jetzt möchte ich komplett auf Clementines Seite sein, außer sie geht, also sie wird auch außer Kontrolle geraten wie der gute Kenny. Dann werde ich sie natürlich auch stoppen. Ne? Ich bedanke mich fürs Zugucken, Freunde. Und wir sehen uns im nächsten Part, Freunde. Tüdelö!